Nunca. Y también Einzelnen kannst du es ausschalten. Dann aber nichts kaputt machen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich gegen 14.45 Uhr das Zimmer mache. Warten, bis die Spülmaschine zu Ende ist oder zu Ende. Dann auch. Jeder hat ein Vertrauen. Und sie ist ein Vertrauen überhaupt. Nichts an Beispielen. Was. Kann dieses Beispiel nicht Hoffnung sein? Jeder hat Hoffnung. Jeder hat Regeln. Nach diesen Regeln arbeiten jeder dafür, wer dagegen sitzt. Dass die Regeln missbraucht hat. Der kann nicht hundertprozentig sicher sein, dass man ernst genug genommen wird. Oder jeden dagegen machen könnte. Hausregeln gibt es überall. Hat man das auf der Gruppe. Meine Eltern auch. Wenn man darüber denkt, eines Tages aufstehen kann, dann denkt man hat es geschafft. Man denkt, dass es schön ist, den Arm gekrammt, damit hinzusorgen. Ich gehe jetzt mal an den Sauwetter. Beruf, Luxus, hingehen und legen. Das legt auch keinen Sinn mehr. Jeder hat einen Sinn zum Leben. Früher oder später. Corona-Party, wenn nicht. Ich finde es gut, dass die Politik eine Ampelkarte dazu gezeigt. Und ja, für die manchen ist es nicht in Ordnung. Aber was ist in Ordnung? Wenn ich jeder nicht mehr weiß, was Regeln oder Beherrschung heißt.
Da geht jetzt keine mehr. Gut, oder wenn jemand nicht seine Aufgabe macht, sein Amt, das Amt vergisst, das ist derjenige. Wir leben in einem Heim. Verschiedene Bewohner, alles drum und dran, eine Verdauung, Basis damit. Und dann ist halt down, weiter geleitet wird. Dieses Vertrauen wird auch jeder Haushalt damit geleitet. Jeder hat ein Amt. Und nach diesem Amt wird man damit, wie man es für die, wie ist es heutzutage, für die Zukunft, für das bessere Lebensende, erzwingende Handynummer, alles. Und dann, dass man sich gegenseitig akzeptieren kann. Ja, das ist geht zusammen. Nein, es gehört zusammen Leben, miteinander Leben, alles drum und dran. Wenn man das nicht akzeptieren kann oder nicht akzeptieren will, macht. Dann heißt es, man hat das nicht geschafft oder herausgefunden. Weil jeder Bewohner braucht ein Image. Und dieses Image wird nachgegeben. Wir leben in dieser blöden Situation, diese Situation, woraus bekannt gegeben, ich finde, 2020 war ein schwieriges Jahr mit Corona. Es hat die ganze Welt erwischt. Natürlich ist es nicht schwer. Aber wir wollen weiterleben. Wir wollen damit beweisen, dass wir nicht perfekt sind. Keine Chance. Bleibt gesund. Und bitte abonnieren mal nicht. Wäre schön.